Wir kommen jetzt zu einem Mann, der wirklich alles geschafft hat in Deutschland, was man nur schaffen kann. Er hat ausverkaufte Hallen, er hat eine DVD draußen und ein neues Album, das Respekt heißt. Und er ist bescheiden geblieben, trotz seines Erfolgs. Ich zitiere ihn hier von seiner Homepage und möchte ihn dann hier in diese heiligen Hallen lassen. Dort heißt es auf der Michael-Wendler-Homepage: Ein Künstler wird zum Star, wenn man über ihn spricht. Wenn das stimmt, ist Michael Wendler momentan der wohl größte Star im deutschen Showgeschäft. Hier ist Michael Wendler! Ist schön. Ah. Ja, Olli. Michael! Ja, nett schön. Bist du wieder zu mir heute. Natürlich bin ich da. Du bist ja auch wirklich der Abräumer. Und so sympathisch geblieben. Danke. Ja. Ja, fällt einem wohl schwer, was? Aber ich muss schon sehen, auch wie du hier aufgetaucht bist bei uns. Entschuldigung, es ist das ein oder andere Insert, was wir da haben irgendwie, was die Leute zum Lachen bringt. Du bist ja hier auch, muss man sagen, ganz unbescheiden mit einem Lamborghini vorgefahren. Ja, ich musste halt schnell her. Ja. Und weiß ja immer, was los ist, ja, am Freitag. Und deswegen dachte ich, nimmst du mal den schnellen Wagen heute. Komplett, ich habe das nämlich gesehen. Es gab ja mal so diese Gerüchte, dass du ja irgendwie Schulden hast und sowas halt. Und das ist komplett weg. Da hast du wirklich ja alles abgebaut, ne? Ich habe alles bezahlt, ja. Ja. Innerhalb kürzester Zeit. Durch wirklich harte Arbeit. Ich bin wirklich mal laufen gegangen ohne Ende, durch die Diskotheken, Festzelte. Und das war wichtig auch, dass man das macht. Ja, ich finde das absolut. Ich würde dir noch Geld schulden, das geht ja nicht. Nein, das geht gar nicht irgendwie. Vielleicht kannst du ja bei Franjo Poth demnächst arbeiten. Ja? Aber wie viel waren das? Das waren so 2-3 Millionen oder so? Ja, alles weg, sensationell. Und ist schon was übrig geblieben? Es ist schon ein bisschen was übergeblieben, aber ich sag mal, das ist ja immer so eine Sache, wenn man was bezahlt, was man nicht selber, sag ich mal, verschuldet hat. Bei mir war es eben so, die Schulden waren noch nicht mal meine, das kommt noch hinzu. War eine schwere Zeit, aber jetzt soll alles besser werden. Ja, und es läuft sehr gut. Wie schon gesagt, Respekt heißt dein Album. Und da nimmst du dich auch, also auch aller möglichen Themen an. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, wer hier die ganzen Texte schreibt, Nick Scowie. Das bist du, ne? Das bin ich, ja. Ich habe jetzt so um die 300 Titel geschrieben. 300? Ja. Ich habe mal irgendwo gehört, 800. Nee, das ist nicht 300. Also, so 350 oder so sind es mittlerweile. Aber es war für mich also wirklich wichtig. Also ich 350 Titel? Ja. Und du nennst dich auch König des Schlagers. Das hast du dir schützen lassen, den Begriff. Ja, also es hat folgenden Hintergrund. Ich bin damals zum Schlager gekommen, weil ich Schlager immer geil fand. Aber Schlager hatte immer ein schlechtes Image. Und das ist ja teilweise heute noch so, dass manche so schmunzeln. Aber ich dachte mir, wie kann man was dagegen tun? Und deswegen dachte ich mir, als allererstes muss man das ein bisschen verändern. Bassdrums in die Titel rein und moderne Songs schreiben und nicht da irgendwie diese 70er-Jahre-Titel. Und seitdem funktioniert das wieder mit dem deutschen Schlager. Und wir haben riesen Erfolge gefeiert. Also 500.000 Alben habe ich allein im letzten Jahr verkauft. Hör mir auf, du. Also mehr als internationale. Ja, absolut. Mehr als internationale Künstler. Und ich habe es jetzt letztens noch in der Zeitung gelesen, du hast gerade eine davon auch am Tisch liegen. Die haben eine Umfrage gemacht in Deutschland, welche Musik die Deutschen am liebsten hören. Und das ist deine? Und das ist deutscher Schlager. Ja, also mein Lieblingssong, ich habe auch mir durch die CD mal so reingehört, war Lemminge. Weil du dich da auch einem Thema annimmst, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Lemminge kennen wir ja, das sind ja dann diese Tiere, kenne ich von dem Spiel, die sich dann alle in den Abgrund stürzen. Und ich zitiere nur mal kurz aus deinem Text. Kennst du die Geschichte von den Lemmingen? Sie wohnen tief im dunklen Wald. Sie kommen nur nachts aus ihren Hütten heraus und haben die Sonne nie gesehen. Irgendwann blieb einer mal länger auf und schaute zum ersten Mal ins Licht. Er weckte dann alle seine Brüder auf und jeder spürt es in sich. Ihr Lemminge, jump, jump. Ja, also meine Schallplattenfirma. Und du hast noch 299 solcher Knaller. Also meine Schallplattenfirma fand es auch nicht gut. Aber muss man mal sagen. Aber ich sag mal so, manchmal muss man was Ungewöhnliches machen. Komplett. Was anderes machen, was dann sich als Hit entwickelt. Er hat sich jetzt nicht als Hit entwickelt, aber dafür war wenigstens noch anderes aber Songs, sehr Geiles auf dem Album. Wie zum Beispiel? Nina, ich bin wieder ein Thema.
Das habe ich nur so im Kopf. Da singst du sehr hoch. Kopfstimme. Ja, absolut, komplett wie Dieter Bohlen bei Modern Talking. Und aktuelle sowas. Single übrigens auch. Reloaded. Nina Reloaded. Reloaded, genau. Habe ich gesehen. Und dann dachte ich mir, komm, so ein bisschen international angelegt, da kann man das mal machen. Und dann habe ich mir einen Rapper dazu genommen, der übrigens auch aus Köln kommt. Ach. Und wie heißt er? Mr. James. Mr. James. Und der macht das wirklich gut. Also das baut parallel am Stadion in Südafrika. Absoluter Knaller. Der Hammer war, ich habe den beim Event getroffen und der hat mir von Anfang gefallen. Hinterher kam dann raus, er ist schon 65 Jahre, hat 10 Kinder und 4 Frauen und kommt aus den Staaten. Also ist wirklich Amerikaner und das hat alle sehr überrascht. Und was rappt er da so? Was rappt der da so? Nina, Nina, what's going on? Nina, Nina, hey, Nina, ja, genau, also you're on the fever? Nina! Ja, genau. Ach so. Als wenn du den Song gehört hättest. Natürlich habe ich auch mich auf dich zu vorbereiten. Und die Leute sind jetzt gespannt wie ein Flitzebogen und möchten mal einen Ausschnitt sehen aus auch der dazugehörigen DVD. Respekt live in Oberhausen, ausverkauft vor 13.000 Fans. Und da können wir mal kurz reinschauen, dass sie wissen, was beim Wendler so abgeht. Gott verdammt. Live in Oberhausen. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Spielst du dann auch mit Band? Nein. Also das machen alle irgendwie. Ach so, du machst CD an und... Nein. Ich wollte ja etwas anderes machen als die anderen. Okay. Und dann dachte ich mir, ich miete mal einer der größten Location, die wir haben im Ruhrgebiet. Ja. Und das war zumindest aus meiner Heimatecke die Arena Oberhausen. 13.000 passen eben rein und so ziemlich jeder hat drüber gelacht. Weil das hat wirklich noch kein Schlagerstar sich getraut, so ein Stadion zu mieten. Und es kamen dann 13.000 Fans und Menschen. Und die haben allen gezeigt, dass das seine Existenzberechtigung hat, dass es einfach geil ist. Und ich habe hart daran gearbeitet, dass diese dann auch jedes Jahr wiedergekommen sind. Absolut. Und jetzt sogar Arena auf Schalke willst du machen. Ja, genau. Am 20. März ist soweit. Da starten wir den größten Versuch aller Zeiten. Weltrekord wollen wir halt hinbekommen. Und zwar mit über 40.000 Fans ein Konzert auf Schalke. Das erste Solokonzert eines Schlagersängers, das jemals gegeben hat. Und ich bin ganz, ganz, ich denke, das klappt. Ja, ich bin da ganz zuversichtlich. Da wird Mario Barth neidisch werden, wenn er das hört. Und du machst auch jetzt in der Doku dann auch demnächst bei Sat.1 mit, ne? Die begleiten dein Leben und also, das wird dann ausgestrahlt. Ich habe schon mit vielen Kamerateams gedreht und bei vielen Formaten sogar eine Dreiviertelstunde waren wir dann im Programm zu sehen. Aber das reichte immer nicht so aus, um die Welt von Michael Wendler zu zeigen. Also das, was ich wirklich mache und was sich hinter der Arbeit steckt oder dem steckt, was ich eben mache. Michael Wendler bist du, ja. Genau. Ja. Und dann hat sich das eben ergeben, dass tatsächlich mir das angeboten worden ist. Und jetzt haben wir tatsächlich schon ein Jahr lang, oder habe ich ein Jahr lang ein Kamerateam an meiner Seite gehabt, von morgens bis abends. Und die haben wirklich das dokumentiert, was bei mir wirklich abgeht. Und jetzt ist es soweit. Am 3. Januar geht's los. Jeden Sonntag. 19 Uhr bei Sat.1. Sat.1. Kommt Michael Wendler, meine Damen und Herren. Das ist wirklich geil. Ja, absolut. Freuen wir uns drauf. Also, bitte. Also das ist einfach was völlig Neues. So was hat es eben im deutschen Fernsehen noch nicht gegeben. Und ich sag mal, alle Leute, die Wendler geil finden und alle Leute, die mit Wendler überhaupt nichts anfangen, die haben also die Chance, wirklich da mal reinzugucken und sich dann ihr eigenes Urteil zu bilden, weil das ist wirklich die volle Ladung. Und das lohnt sich wirklich. Ich finde Wendler geil. Kannst du machen, was du willst. Ja? Und du hast jetzt nämlich auch deinen Traum erfüllt. Du hast so ein ganzes Grundstück in der Nähe von Dinslaken oder wo kommst du her? Nee, ich finde, die Presse hat total übertrieben. Ich habe mir ein Haus gekauft. Ja. Ja. Ich
fand da jetzt nichts Besonderes dran. Ich mit auch ein bisschen nicht. Grundstück drumherum. Und jetzt will ich Pferde züchten. Und jetzt spricht man von Dallas in Dienstlaken und sowas. Also ganz verrückte Sachen. Ja. Also, aber wir wollen das rausfinden. Alles ganz normal. Denn wenn du Pferde züchtest, dann musst du auch Bullriding machen können. Wie in deinem Video, wo du Bullriding machst. Wie Bullriding? Bullriding heißt, wir haben hier gleich Bullriding für dich aufgebaut und möchten gucken, wie gut deine Qualitäten sind dann als Cowboy-Wendler sozusagen. Ja, als Bauer-Wendler sucht Frau sozusagen. Ja. Und ich werde dann jetzt gleich gegen dich antreten, aber vorher, damit wir den Ring aufbauen können, eine Frage, guckst du auch Telenovelas? Also so Wendler wird ja praktisch wie eine Telenovela auf Sat 1 werden, aber guckst du auch so Anna und die Liebe und Sturm der Liebe oder irgendwas anderes, wenn du mal Zeit hast, kannst du ruhig Nein sagen. Also höchstens beim Vorbeifliegen oder so, aber... Beim Vorbeifliegen. Ja. Alles klar. Also ich komme halt selten. Wenn du am Fernseher vorbeifliegst, guckst du dir das halt an. Ja, ich habe nicht immer die Zeit, genau wie du, das zu gucken. Trotz all dem haben wir, weil wir ein Service-Magazin sind, für Sie die schönsten Parts aus diesen Telenovelas zusammengefasst. Und das möchten wir Ihnen kurz im Telenovela-Wochenrückblick präsentieren. Servicezeit. Telenovela kompakt. Ich kriege nie genug vom Leben. Bisher geschah. Ach nee. Wen haben wir denn da? Philipp! Elisabeth! Lukas! Charlotte! Charlotte! Dani! Warum tust du das? Hallo. 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 Na? Morgen. Guten Morgen. 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 Ich habe Hunger. Sagen Sie Katja Bescheid. Sie soll mir ein Sandwich bringen. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Verstehst du, ich kann's nicht. Welches Sandwich wolltest du noch mal haben? Ich will kein Sandwich. Du hast Geschlechtsverkehr. Das rühmen gerade alle. Wo ist Mama? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe Hunger. Das kann doch gar nicht sein. Dafür wirst du sterben. So, wir sind gespannt. Du hast bestimmt geübt. Hey, du hast geübt. Nein, ich habe gesagt, es ist nicht wie bei Schlag den Rab. Ich habe noch nichts geübt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich in der Probe einen Probedurchgang gemacht. Hat 40 Sekunden gedauert. Das war's. Hast du schon mal auf dem Pferd gesessen? Ich habe auf dem Pferd schon mal gesessen, habe aber eine Pferdeallergie. Das macht es ein bisschen schwieriger. Okay, dann kann hier nichts passieren. Hier kann nichts passieren. Möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Mir ist es egal. Wie du willst. Frag mal das Publikum. Ich frage das Publikum. Soll der Wendler anfangen? Okay, ist hässlich, ja? Du musst es nicht, aber sieht natürlich auch schweinecool aus. Ja, dann mal rauf auf den Bullen. Mit einer Hand festhalten. Entschuldigung, soll ich dir helfen? Willst du noch mal den Hut haben? So, dann eine Hand festhalten nur, die andere Hand... Nur mit einer Hand festhalten, die andere Hand frei, genau. Und dann lassen wir die Zeit rückwärts laufen bzw. mitlaufen und bin gespannt, ob ich das schlagen kann. Achtung, hier beginnt das Bullriding für Michael Wendler. Okay. 20 Sekunden. Ich hab's gesehen mit der Hand, aber ist okay. Jetzt wird's langsam schneller. 35 Sekunden. Gleich eine Minute.
Million 1 für den Wendler. Mensch, du, kurzes Lomo noch von dir, aber... Sieht leichter aus, als es ist. Aber nicht wehgetan. Na, alles gut. Du hast zwei, dreimal die zweite Hand dazu genommen, aber komm, weil du der Wendler bist. So, so jetzt gilt es, das zu schlagen. Ich dreh, können wir nach vorne das drehen wieder? Das ist vorne, irgendwie, genau. So, dann Rauch auf den Bock. So. Das sah eben auch schon sehr lustig aus bei dir, wenn man das hier vorne so hält. Ja, aber Zeit. Deine Zeit war eine Minute, ich glaube, vier Sekunden oder zwei oder sowas. In der okay. Hallo! Das ist hier so, ich muss mich so festhalten. Okay, es gilt eine Minute zwei zu schlagen vom Wendler, meine Damen und Herren. Und bitte, zweiter Versuch. Vom Wendler geschlagen, aber die Sympathien des Publikums. Ja. Ja, 48 Sekunden. Klarer Erfolg für dich. Ja. Glückwunsch. Ja, Respekt. Dann alles Gute für deine Fahrt. Und dann freuen wir uns schon auf deine Doku hier bei Sat.1. Ich guck's mir auf jeden Fall an, der Wendler. Wenn du mal vorbeikommen willst, du bist immer eingeladen. Du, ich glaube, das wird ein sehr lustiger Einspieler, den wir definitiv mal machen sollten bei dir. Also ich komme definitiv die Einladung, das wirst du noch bereuen, aber ich komme auf jeden Fall vorbei. Meine Damen und Herren, ich demnächst beim Wendler, Wendler hier bei Sat.1, Wendler überall, Wendler, Wendler, Wendler. Und das war's schon diese Woche. Nächste Woche wieder eine Sendung, dann kommt Sascha und Jamie Cullum. Das war's für heute. Guten Abend, bis nächste Woche. Tschüss. Michael Wendler.